Herzlichen Glückwunsch zum Sieg in Beilngries. Erste Mal hier, gleich gewonnen. Wie geht's dir so kurz nach dem Rennen? Natürlich super zufrieden. Es lief einfach perfekt. Hatte keine Probleme und habe mein Ding durchgezogen. Die Strecke wurde geändert. Das war bergig. War es eine würdige DM-Strecke? Auf jeden Fall. Ich glaube, da hat man auch mal so ein bisschen seine Radleistung abrufen können, gesehen, dass auch Radtraining wichtig ist und nicht wie in der Liga oder bei irgendwelchen Windschattenrennen nur schwimmen und laufen, sondern muss auch mal Radbeine zeigen. Die Elena Iledic, die ja mit dir sozusagen im gleichen Team ist, Teamkameradin, saß dir im Nacken. Wann war klar, dass du das Ding heimfährst oder heimläufst? Meine Eltern standen an der Strecke, die haben mir immer so ein bisschen Info gegeben, wie weit es hinten dran ist. Nach dem Radfahren waren es, ich glaube, 2,5 Minuten oder sowas und das habe ich dann auch halten können von innerhalb den 4 Laufrunden, habe natürlich immer wieder die Info bekommen und nach der 3. Runde, glaube ich, war es dann ganz sicher. Du hast heuer schon den renommierten Rotsee-Triathlon gewonnen, jetzt hier in Beilngries. Was ist das nächste Ziel? Genau, ich war ja am Anfang vom Jahr schon in Wert bei der EM, habe mich dann für die WM qualifiziert, das ist am 1. September in der Schweiz, das ist natürlich nochmal ein Höhepunkt. Und Ende September bin ich dann nochmal in Italien auf meiner ersten Mitteldistanz unterwegs. Das heißt, du wirst dich auch langsam den längeren Strecken zuwenden? Genau, ja. Nächstes Jahr werde ich eine Profilizenz lösen, nicht mehr bei Altersklassenathleten starten und hoffe natürlich, dass ich da auch vorne mitmischen kann. Dann wünschen wir dir viel Erfolg jetzt erstmal in Lausanne auf der WM und dann auf die anderen Rennen, auf die längeren Distanzen. Danke dir fürs Interview. Danke. Danke.